Der DEB-Pokalspiel um Platz 3, OSC Ice Ladies gegen den ECDC Memmingen. Und das findet in der Halle 2 auf dem Gelände des Sportforums statt. Für die Berlinerinnen war das Ausscheiden gegen Planegg Würmtal schon eine bittere Enttäuschung. Schließlich wollte man den Titel wie 2009 verteidigen und endlich den Pokalfluch besiegen. Demnach schaffte es kein Ausrichter der Pokalendrunde, den Pott zu Hause zu behalten. Gegen Memmingen soll nun deswegen wenigstens die Bronzemedaille her. Aber gleich zu Beginn erhält der Wunsch einen Dämpfer. Julia Seitz mit dem Tor und dann steht es 1:0 für Memmingen. Die Berlinerinnen beklagten gestern die schwache Chancenauswertung und auch hier scheitern die Mädels von Paul Hoth ein ums andere Mal vorm Tor. Und auch sonst ist der ECDC dominierender. Die Süddeutschen mit mehr Druck zum Tor, deswegen klingelt es fast wieder, aber der Jubel kam zu früh. Memmingen wie auch schon gestern mit robustem Spiel. Die Ice Ladies lassen sich das natürlich nicht gefallen, kleine Nicklichkeiten am Rande. Gegen die Memmingerinnen haben die Mädels in Weiß noch was offen. Denn durch die Siege in den letzten beiden Ligaspielen sicherten sich die Damen aus Bayern die Vizemeisterschaft. Und auch hier sieht das Team von Werner Tenschert erfolgreicher aus. Antje Sabautzki mit dem 2:0. Und aus Berliner Sicht, da sieht man dieselben Probleme wie gestern. Die junge Berliner Truppe kriegt den Puck einfach nicht im Tor unter. Vor der ersten Pause ist Vanessa Garste nochmal ganz allein vom Tor, aber das wurde nichts. Im zweiten Durchgang beherrschen dann wieder die Memmingerinnen das Match. Alle Hoffnungen auf einen besseren Start für Berlin vernichtet. Das ging allen irgendwie zu schnell. 3:0 für die Mädels aus dem Freistaat Bayern. Und Berlin? Ein Wort, Chancenauswertung. Die klappte auf der anderen Seite besser. Nicola Eisenschmidt mit dem 4:0. War das die Vorentscheidung? Zumindest war es ein Weckruf an die Hauptstadt. Und die wieder mit einem Angriff. Lisa Schuster auf Ariel O'Neill und dann ist das Spielgerät mal wieder da, wo es sein soll, im Tor. O'Neill macht ihr letztes Spiel und dann steht es nur noch 1:4 aus OSC-Sicht. Also alle Hoffnungen ruhen im letzten Drittel. Schuster gehalten. Und auch Laura Kluge mit der Schlusschance, aber wieder gehalten, die Ice Ladies jetzt mit Wut im Bauch. Es muss einfach ein Tor her, egal wie. Es ist zum Haare raufen. Da greift der altbekannte Spruch, wenn man selber keine Tore macht, dann machen es die anderen. Memmingen mit dem 5:1 aus Gästesicht. Das war es dann. Zwar gelingt den Hausherrinnen noch ein Tor, Laura Kluge zum 2:5. Trotz erbittertem Kampf verlieren die Ice Ladies auch das Spiel um Platz 3, 7:2. Memmingen darf sich die Bronzemedaille umhängen. Ja, es war einmal ein harter Kampf, aber wir haben einfach total viele Tore kassiert und war natürlich erstmal die Luft raus und es ist schwer, dann wieder reinzukommen ins Spiel. Und ja, wir haben es versucht, aber es hat einfach am Ende nicht sein sollen. Die junge Mannschaft vom OSC hat trotz Niederlage gezeigt, dass sie zu Recht unter die Top 4 des Landes gehört. Und wenn man noch ein wenig an der Chancenverwertung arbeitet, klappt's auch wieder mit dem Pokal. Herr Memmingen, Glückwunsch zu Platz 3.